Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Ich muss mal jetzt hier normal bleiben, sonst sage ich nämlich nur noch herzlich willkommen. Nicht, dass sie dann wirklich langsam denken, Sprachstörung vorhanden, sind's ja auch, ne? Ihr Lieben, Positives wie Negatives auch in dieser Tagesbotschaft drin lassen. Eine Tagesbotschaft bedeutet, ist eine kürzere Version von allgemeinen Energien. Da lassen wir jetzt mal die Liebe immer ein bisschen mittig stehen, aber trotzdem kann es sich hier um Familie, Freunde, Beruf, eure Hobbys, eure Pläne, eure Ziele, eure Zukunft sich um die Sachen drehen, genau. Und wir starten mit eurer Tagesenergie, die ich nicht zu greifen bekomme. Berlin. Kindliche Unbeschwertheit. Ich entdecke die Unbeschwertheit meines inneren Kindes wieder. Och, die Karte gefällt mir. Die ist schön. Geht raus. Fühlt euch nicht in der Gesellschaft irgendwie gefangen, Dinge nicht machen zu dürfen. Lasst euch so einen Quatsch nicht einreden, ihr seid zu alt dafür und, ja. Oh, was bin ich meiner Mama dankbar, dass sie mich so sein lassen hat, wie ich bin, ja. Ich bin ihr wirklich dankbar. Unbeschwertheit, lass es raus. Viel zu wenig und viel zu selten lassen nämlich die Leute die Unbeschwertheit raus, weil sie dann, oh, werden ja schief angeguckt oder, ja, woher kommen dann die Verschiebungen? Ja, die drehen dann wirklich innerlich durch, sind festgefahren. Ihr habt dann irgendwie Menschen, die wirklich nur noch versteinert, verbittert gucken, überhaupt keinen Spaß mehr verstehen, alles zu persönlich nehmen. Und deswegen finde ich die Energie richtig schön. Unbeschwerte Kindheit. War das doch, ne? Kindliche Unbeschwertheit, naja, ist ja fast das Gleiche. Gerade wenn es auch jetzt Menschen gibt, die wirklich unter ihrer Kindheit gelitten haben, ja, dann traut euch vielleicht, das innere Kind jetzt im Alter hochzuholen. Da gibt es nirgendwo ein Gesetz, was sagt, ihr dürft das nicht, ja. Macht das, wozu ihr Lust habt. Es steht, wie gesagt, nirgendwo geschrieben, dass ihr darauf achten müsst und dass das nicht altersgerecht wäre. So ein Quatsch, ja. Solange ihr niemanden mit eurer Unbeschwertheit verletzt, Böses antut, ja, macht, springt im Wasser, singt, tanzt eine Runde, macht das, wofür ihr gerade in dem Moment einfach ausgerichtet seid, das innere Kind einfach rauszuholen. Legt sich sowieso wieder, ja, man braucht ja nicht Angst haben, dass man dann irgendwie 23 Stunden rumhüpft wie so ein Hase, sondern das legt sich, wenn das innere Kind merkt oder du selbst dann eben, so jetzt war es aber auch wieder genug, jetzt gehen wir wieder zur Tagesordnung über, ja. Wir haben hier das Zitat, Narren, aua, kriege ich hier einen Stromschlag von mir selber, wie geht denn sowas? Wie kann man sich denn selbst einen Stromschlag geben? Also, das ist mir jetzt auch neu. Narren hasten, kluge warten, weise gehen in den Garten. Von Rabindranath Tagore. Auch schön. Eure Affirmationskarte für den heutigen Tag. Wie geht's dir? Das ist eine schöne Frage. Gefährlich wird's, wenn dann immer jemand antwortet, gut. Und ihr kriegt keine Frage zurück, ja? Oder, und, war's schön? Ja, Gespräch beendet, ja? Also achtet darauf. Wie geht's dir? Wenn dich heute jemand fragt, wie es dir geht, denke einmal bewusst über diese Frage nach. Wie geht es dir eigentlich heute? Und gibt es etwas, das dich bedrückt? Weil ihr kennt das bestimmt, je nachdem, wer uns fragt, sagt man oft, jo, alles super, alles gut. Oder es gibt auch die Menschen, die wirklich dann alles raus erzählen. Ich bin so Fraktion, Menschen, die mich nicht kennen, da geht es mir immer gut, ja. Weil, warum soll ich andere damit belasten? A und B, manche ergötzen sich auch am Leid der anderen. Und deswegen, jo, alles in Ordnung, alles gut. Aber stellt euch die Frage, wenn ihr sie nicht gestellt bekommt,
Wie geht es dir wirklich, ja? Kannst du irgendwas verändern für den heutigen Tag? Oder war der Tag besonders schön? Wir können ja auch mal in die Richtung gehen, ja, dass der Tag wirklich sehr, sehr schön war. Und ihr euch freut, dass ihr heute irgendwie ein schönes Erlebnis hattet oder auch am Abend dann so zurückdenkt, ach Mensch, die Begegnung war aber schön oder ich habe jemanden mal angequatscht, ja, oder mit jemandem gesprochen, mehr als nur ein Danke und ein Bitte, irgendwas, was dir im Kopf drin bleibt. Von dem Buch der Antworten geht es jetzt rein. Wir gehen jetzt ein bisschen tiefer rein. Denkt nicht zu lange darüber nach. Hier, unbeschwerte Kindheit, ja. Denkt nicht zu lange darüber nach. Wunderschön. Und dann gehen wir in die Tiefe. Das sieht ja aus, weil ich doch immer eine Karte von dem Stapel jetzt nehme, damit wir nicht immer die gleichen Zitate kriegen. Der ganze Haufen, den ich schon benutzt habe, der ist durcheinander. Darf ich schön sortieren. Irgendwann ist er dann auch mal leer, ne? Dann wechseln wir rüber. Ihr Lieben, Positives wie Negatives habe ich schon gesagt, in dem Video drin lassen. Ansonsten das Video verlassen. Solltet ihr nicht in Resonanz gehen, dann tut euch das nicht an oder nehmt es einfach mit und es könnte ja passend werden. Wir haben hier zwei Tarotkarten schon mal, damit ihr nicht denkt, ich bin hier am Lügen. Die hat gelügt. Meine Kinder haben immer gesagt, du hast gelügt. Und eine Kipperangabe für den heutigen Tag. Was haben wir denn hier? Das Gericht und Ritter der Stäbe. Oh ja, frische Energie kommt, frische Botschaften, neue Nachrichten, neue Bekanntschaften. Auf jeden Fall Bewegung ist hier drin, ja? Kummer und Widerwärtigkeiten. Bewegung, vielleicht wird Altes hier aufgelöst durch Nachrichten. Es könnte gut sein, dass ab sofort jemand wirklich daran denkt, dich anders zu informieren, dich aufzuklären. Das könnte die Richtung sein durch die Kummer- und Widerwärtigkeiten-Situation. Es könnte sein, dass sich hier ein Prozess löst, wo jemand anderes meint, man müsse dich aufklären oder gibt dir jetzt auch mal wirklich die Infos, die du brauchst. Oder du warst jetzt hier zu lange in dem Prozess mit Kummer und Widerwärtigkeiten. Das Ganze darf sich auflösen oder zahlt sich aus, je nachdem, indem du jetzt die Biege machst und sagst, okay, mit der Vergangenheit habe ich jetzt nichts mehr zu tun. Ich schreite selber voran, ja? Ich entwickle hier wieder eine Power. Ich möchte auch wieder Kommunikation erleben, Kommunikation spüren und meine eigene Power hier auch einsetzen, um Bewegung hier zu schaffen. Für diesen ganzen Kreislauf, ja, der mit dir jetzt zu tun hat, in deinem Bereich oder mit jemandem. Im Kopf machen wir ja immer nur wenig Karten, das reicht schon. Haben wir hier eine Herrscherangabe, wir haben 4 der Münzen, wir haben 9 der Münzen, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Du passt jetzt hier auf, in deinem Kopf hast du irgendwas verstanden, du hältst das, was du halten kannst, ja? Du hältst das, was dir gehört. Können wir es so sagen? Weil wir haben auch mit 4 der Münzen wirklich nochmal abgeglichen, du entscheidest über deins, was du selbst behalten kannst, was man dir vielleicht versucht hat zu nehmen, was man versucht hat, ja, von dir mehr zu bekommen, ja, vielleicht waren das jetzt so Einbüßen, mehr Gelder oder Erhöhungen oder so. Trotzdem, du beherrschst hier super gut deine Lage, ja, du beherrschst hier im Kopf immer mehr oder immer besser, wenn du das Gefühl hattest, dir entgleitet alles, beherrschst du hier deine Situation. Dir fallen immer wieder neue Wege ein, um das hier zu umgehen und um wirklich das zu behalten, damit man dir das eben nicht mehr einfach so wegnehmen kann. Das könnten so Sachen sein, wo du dich vielleicht auch anfängst zu wehren, Widersprüche machst, wo du guckst, wie du hier vorwärts kommst. Vielleicht hast du auch eine Vorahnung, dass anderen was oder anderen Leuten was weggenommen werden könnte. Du überlegst, wie könnte man diese Situation hier beherrschen. Vielleicht steckst du da mittendrin und musst von außen zugucken. Das sind alles so Prozesse, die du gerne stoppen und aufhalten würdest. Aber trotzdem, du hast hier eine klare Linie. Du bestimmst dir für mich dadurch, dass die Selbstwertkarte auch gleich wieder kommt nach dem Herrscher mit der Widderenergie. Du bestimmst dir wirklich deinen Kopf. Ja, du machst dir hier ganz klare Gedanken und hast hier so eine Zielsetzung. Entweder ja oder nein, ein vielleicht gibt es nicht. Ja, du hast dir wirklich konsequent in deinem Kopf Ideen, Lösungen für Probleme, ein Vorankommen, Pläne, alles, was das
Köpfchen hier begehrt, Herz wollte ich beinahe sagen. Und das wird dann auch so gemacht, ja. Du guckst, in welche Richtung entwickelt sich das Ganze, du bist dabei. Du siehst hier wirklich eine klare Linie zu dem Ritter der Münzen, wo lässt sich das realisieren, ja. Du bist jetzt hier nicht im Kopf jemand, der sich selbst sagt, nein, schaffe ich nicht, bis dahin komme ich nicht. Mir wird das wieder entrissen, mir wird das wieder weggenommen. Ich kann das nicht halten, so eine Energie ist es überhaupt nicht mehr. Ja, das geht hier wirklich schön in diese Richtung. Wenn ich mitmache und mein Ziel verfolge, werde ich auch dahin gehen und dort ankommen. Oder eben auch die Menschen werden mich begleiten oder ich begleite die Menschen, je nachdem. Ja, wir gehen mal ins Herz rein. Wir haben 4 der Kelche. Wir haben 10 der Schwerter. Also hier war irgendwas Schweres, ja. Irgendwas hast du vielleicht loslassen müssen, tatsächlich. Ablehnung erfahren, das Gefühl von nicht gebraucht zu werden momentan. Vielleicht ist es auch nur auf Zeit, vielleicht ist es eine Ablöse. Irgendwas hatte hier wirklich wehgetan, ja. Oder du musstest schweren Herzens hier irgendeine Entscheidung treffen. Kann natürlich auch sein. Muss ja immer allgemein so ein bisschen rumdödeln hier, was es alles sein könnte. Aber wenn nicht mehr reinkommt, dann ist es das auch, ja. Also hat dein Kopf die Führung übernommen aufgrund deiner Herzlinie. Du kennst diesen Schmerz, die Enttäuschung irgendwie hier schon, dass dir auch sehr viel genommen wurde, ja. Und du auch die Ablehnung hier sehr stark erfahren hast, ja. Da ging etwas nicht mehr so, wie du es gerne gehabt hättest oder wollen würdest. Wir haben auch hinterher gleich den Mond. Also das scheint ein langer Prozess gewesen zu sein, in dem du drin gesteckt hast. Im Mond haben wir dann noch die Fische-Energie zusätzlich. Sehr sensibel als Mensch, ja? Du bist ein sehr sensibler Mensch und dich hat das schon sehr hart getroffen. Das sind so noch so die Spuren, wo du oft denkst, warum gerade ich, ja? Warum trifft es mich? Warum hat es mich getroffen? Was habe ich hier falsch gemacht? Muss ich nochmal nachdenken? Aber du hast hier dein Herz trotzdem noch in der Ruhe, ja? Weil dieser Mondzyklus, diese Mondphase zeigt dir auch immer auf. Denk nochmal drüber nach. Geh mit deinem Herz weicher um. Lass den Kopf jetzt vielleicht wirklich mal für dein Emotionales entscheiden. Vielleicht kommst du da auf die besseren Lösungen. Vielleicht war dieser Prozess für irgendwas gut oder musste jetzt wirklich mal endgültig gesetzt werden. Und wir haben hier 5 der Schwerter. Ja, diese Aussprache oder dieses Weiterkommen in der Kommunikation hätte dich hier im Herzen nicht vorwärts gebracht. Ja, deswegen setzt dein Kopf jetzt ein. Oder hier wurde dir irgendwas verwehrt, wo du dich wirklich nicht mehr gegen wehren konntest. Deswegen hilft dir dein Kopf jetzt, weil die Kopflinie war ziemlich stark. Ja, du hast sie irgendwie eingesehen und erfahren, du musst jetzt dominieren. Ja, du musst jetzt mit deinem Kopf arbeiten als Herrscher. Und das ist eh so gekommen. Da werden wahrscheinlich noch wirklich sehr viele Abschnitte von drin sein, die dir wehtun, die eine Enttäuschung hervorheben, die dich immer so ein bisschen behutsam in etwas Neues reinbringen könnten. Aber hier ging es irgendwie wirklich gar nicht weiter, ja. Entweder hat man sich hier in Sprache, Kommunikation nicht verstanden. Vielleicht wurde man hier auch verbal verletzt. Vielleicht wurde man hier wirklich enttäuscht. Man muss das Ende hier sozusagen irgendwie annehmen, ja. Oder irgendwie den Prozess, wie er gerade war oder ist. Wie er gerade war. Wie er gerade ist oder mal war. Den nimmst du aber wirklich schweren Herzens an, ja. Das ist hier so diese Kombination mit Mond und 5 der Schwerter. Dieses Nachdenken. Ich finde schon meine Lösung, aber mit dem Kopf. In der Tendenz. Ich wollte gerade sagen, da kann ja jetzt nur noch Gutes rauskommen, weil die Schwere haben wir ja im Herzen jetzt aufgedeckt. Wir haben 3 Karten für die Tendenz. Guckt mal. Die Verbindung, die wird generell zu dem Ganzen nicht abbrechen, ja? Wenn jetzt vielleicht einige aufschreien oder juhu. Aber die Verbindung generell wird hier von der Tagesbotschaft, ich meine, ich kann die ja auch nicht immer gleichlegen, aber hier bleibt eine Verbindung einfach bestehen, ja. Das ist nicht so, dass man sich komplett davon lösen könnte, sondern ihr habt immer irgendwie mit der Person oder mit der Situation oder mit diesem Thema zu tun. Ihr müsst euch damit auseinandersetzen, bis es abgelöst ist oder es ist auch schön, dass ihr dort dran bleibt.
Das bedeutet, das ist eine Verbundenheit, dieser Prozess, ja, den braucht ihr. Wer ist jetzt aus der Rolle gefallen? Die Vergangenheit. Es bleibt nicht Vergangenheit, ja, das wird immer irgendwie so neu hinzugestoßen. Wir haben hier 8 der Münzen. Also wenn es nichts mit Arbeit zu tun hat, dann sagen wir mal so, wenn es mit Arbeit zu tun hat, könnte es hier wirklich die Anlage sein, du kriegst hier eine neue Arbeitsstelle oder der Bereich macht dir sowas von Spaß, dass du hier selbst freiwillig gerne Energie und Arbeit reinsteckst, ja, weil du mit dieser Sache verbunden bist, ja, mit diesem Bereich oder mit dieser neu entstandenen Situation, irgendwo neuen Spaß gefunden, neue Hobbys, neues Energiefeld erlebt, ja, da steht einfach deine Verbindung drin und das hat schon lange gedauert, dafür hast du sehr viel getan und das wird sich hier auch auszahlen. Die Verbindung bleibt stehen, ja, das war hier, dieser Prozess war hier einfach nicht umsonst, das, was wir hier haben. Und es gehört auch zu deiner Transformation, da könnten so Einsichten kommen, da könnte auch von dir kommen, dass etwas Altes wirklich für dich nicht mehr in Frage kommt, das entscheidest dann aber du, ja, denn du hast hier irgendeine neue Verbindung zu dir selbst oder zu anderen Lebensbereichen gefunden, zu anderen Menschen, dafür musstest du aber sehr viel arbeiten oder lange das verstehen oder einsehen, ja? Und hier steht schon die nächste Transformation an, wenn hier alles gut läuft oder wenn du auch da reinkommst und merkst, ja, das ist genau deine Verbundenheit damit. Das hat dich dorthin gebracht, wo du vorher nie in der Vergangenheit, die hier so mit dem Gericht gezeigt wird, die hättest du niemals gesehen, getroffen, die Menschen. Ansonsten ist das eine schöne Auslage für hier hinten geht's raus. Du wirst hier nochmal Neues erkennen, ja? Eine Weiterentwicklung machen. Ich lege mal noch eine, bestenfalls, wenn eine rausspringt, nach der Transformation, in welche Richtung das geht, ja? Kommt 2 raus. Gut. Die Kommunikation steht hier, ja? Die Kommunikation ist hier viel besser. Vielleicht ist hier auch jemand, der dich auffängt in Sachen, mit dem du dich super gut unterhalten kannst. Es könnte eine neue Liebe sein, ja. Es könnte dich dahin führen. Es könnte aber auch ein Chef sein, der dich hier annimmt und der dich auch versteht und der hier auch Verhandlungen macht, sodass du hiervon profitierst, weil wir haben hier 6 der Kelche. Ansonsten für alle anderen zwischenmenschlichen Beziehungen, die mit Liebe zu tun haben, ob familiär oder wirklich komplett als Partner, besteht hier die Chance, dass man sich hier das Gespräch gibt, ja, dass du hier die Aufarbeitung bekommst, dass du in der Tendenz vielleicht auch sagst, ich bin das Sprachrohr, ja, welches hier genug eigentlich schon zum Abschluss gebracht hat, das hat mir mehr gegeben als zu bekommen. Also man kann das so oder so sehen. Je nachdem ist das eine schöne Ausgangslage. Die Transformation beinhaltet hier wirklich mehr rational, mehr Geist, mehr Ideen, mehr Input, ja. Alles, was oberhalb der Stube hier abläuft für dich. Und darin gehend hast du dich geändert, weil ich denke auch, wenn man sich die Herzlinie angeguckt hat, hast du jetzt ziemlich lange irgendwo drin gesteckt, wo du gelitten hast, ja, was dir wirklich sehr wehgetan hat. Und da war natürlich klar, dass der Kopf da nicht mitspielen kann, ja, wie denn auch. Da muss man ja erstmal alles verarbeiten, ja, da wartet man auch, da hofft man, dass der Tröster kommt oder dass hier irgendwas zurückkommt, was einen hier wie so ein Pflaster wieder heilt. Zum Abschluss, ihr Lieben, nach der Transformation, was passiert hier? Sei selbstbewusst. Wow, cool. Sei selbstbewusst. Das ist die Transformation, die du hier draus lernst, die du mitnimmst. Ja, du wirst hier selbstbewusster rausgehen aus diesem Prozess. Und ja, das freut mich natürlich. Mega, ihr Lieben. Danke fürs Zugucken. Wir klopfen die Energie ab. Nicht herzlich willkommen. Bleibt gesund. Habt einen super schönen Tag und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet und bereit seid, bis bald. Tschüssi.